Hallo und herzlich willkommen wieder to the forest mit mir, dem Marin und der Kosti. Ich rutsche. Meine Hose rutscht auch. Wir sind letztes Mal hier an dieser wunderschönen Kratter hier geblieben. Wir haben hier Bambis. Wir versuchen einfach nur eine Höhle zu finden, weißt du? Und dann finden wir immer so einen Scheiß hier. Ich versuche jetzt einen Weg nach unten zu finden. Ah, spring einfach runter, dann weißt Bescheid. Na? Und dann guck und dann machst du es für 60. Doch, da irgendwo unten ist eine Höhle, glaube ich. Ja, sag ich doch. Mach nichts Falsches, Digga. Nee. Ich will dich nicht schon wieder begraben müssen. Das erste Mal. Ich will dich nicht schon wieder begraben müssen? Das erste Mal. Das heißt ja noch nichts. Hallo, warte mal, langsam. Wir sind mal langsam. Alles safe. Ich hab gedacht, hier kommen wir nicht mehr weiter. Warum schreibt mich schon der Nächste an? Warum schreibt mich immer alle in der Aufnahme an? Ist doch immer so. Ich will mich immer alle abhalten. Machst du... Digga, mach keinen Scheiß! Nee, ich bin... Ich komme hier nicht mehr rauf. Oh, doch. Stell dir mal vor, du würdest wirklich da nicht mehr rauskommen. Ich würde weinen. Ich komm hier nicht raus, Mama. Ja. Warte, ich glaube, ich soll mal langsam Snickers essen. Jo, ein Snickers. Wird ein Snickers wird gegessen. Ein Snickers. Und der Hunger ist gegessen, Margret. Genau. Aber ess nicht so viele Snickers. Heute Abend gibt's Käsekuchen. Ich dachte, heute Nachmittag gibt's Käsekuchen. Heute Mittag auch. Heute Mittag, heute Abend, all time. Ja. Wenn heute Henning nicht vorbeikommt, du kannst auch heute schon vorbeikommen. Das... Geht auch. Scheiße, nichts im Video besprechen. Das habt ihr jetzt alle nicht gehört und ich habe mir bis jetzt noch nicht gesagt, wo ich wohne. Also, ihr wisst vor nichts. Genau. Boah, lass mal richtig fetten Arschklatscher da unten landen. Everything is awesome. Was? Ich nehme Anlauf und Hey, ich sehe die Höhle nicht mehr da unten. Wo ist sie hin? Da war eine Höhle. Ist da? Ja, da war doch irgendwie so wie ein Höhleneingang oder? Na, das da hinten aus wie eine Ranke da, wenn du jetzt von hier aus guckst. Weit von wo? So eine Ranke oder so, was da runterfiel? Ich glaube nicht, aber ne? Ich sehe das nicht. Meine Einstellungen sind immer noch zu niedrig. Ey, guck mal hier, wenn du jetzt hier guckst, ne, wo ich jetzt bin. Oh, schon wieder ein See. Wenn du jetzt hier bist, wo ich gucke, ne? Hier, komm mal her. Guck mal, voll die Mountains, Digga. Guck mal da oben, voll da. Da ist Berg! Wir können auch in die Richtung gehen. Irgendwo noch so ein kleines Lager noch hier machen, irgendwo zwischendurch. Aber ich glaube, oben Berg, da kommt man nicht hin. Leider. Also, das aber sind Höhlen wahrscheinlich. No! Das kann natürlich sein. Hier könnte auch irgendwo in der Nähe so ein Fuchs. Ach, Fuchsdorf. Fuchsbau. Eingeborene Dorf. Ach, ich wollte gerade sagen. Da, was ist das denn? Ja? Ich habe einen Stuhl gefunden. Ja, ich glaube, da wollte es richtig schnell machen, da jemand. Oh. Nein! Nein! Der Stuhl kann auch nichts mehr! Ups. Ist da unten eine Höhle? Weiß ich nicht, ich glaube schon. Ja, unten ist ein See, du Dödel! Ist doch kein See, Alter, was willst du? Okay, nein. Wenn da ein See ist, dann kann man ja ohne Sorgen reinspringen, ne? Mach keinen Scheiß, Digga. Sieht aber so aus, das sieht hier irgendwo oben aus wie ein See. Ey, du gehst immer auf Risiko, ne? Ja, natürlich. Wenn du gleich reinfällst und stirbst, ne? No risk, no fun, Alter. Ich war's nicht. Irgendwo müssen noch die Höhlen sein. Ja, da ist noch was. Man denkt, da ist wirklich was, ne? Also. Ja, und Spaß. Hallo. Ah. Oder Spaßfanatiker hier. Boah, du Sackgesicht, so. Bin kein Sackgesicht, bin das Sackgesicht. Ich meine nicht dich, ich meine hier das Püppchen. Das Püppchen. Püppchen. Ja, Püppchen. Ja. Hast du nicht. Ja, können wir nicht irgendwie Seile machen oder so und dann da runter? Na, eigentlich sind doch immer an so welchen, sind doch immer so hier so für Kletterer halt auch immer so, nicht so Sachen, ja. Oder so, so Seile halt. Ja, die müssten eigentlich dann irgendwo runterhängen. Zu einer Höhle hin. Deswegen habe ich das ja irgendwo da hinten gemeint. Warte mal. Quiver, weil das ist ein Quiver. Ach, so ein Dings. Rockback.
Okay. You're cold and wet. Es ist kalt, Mann. Wir können erfrieren, Mann. Ja. Sollten wir nicht langsam wieder zurück? Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, ja. Alter, es ist kalt, wenn wir hier erfrieren. Was machst du da unten? Ja, Digga. Ist doch was. Alter, lass mal zurückgehen, ist kalt, Mann. Und sonst lass ein Feuer irgendwo machen. Ja, lass hier, kleines Camp machen, ja. Ja. Ein Tempo. Mach erstmal ein Feuer. Dann wird uns nicht kalt. Ja, ich bin ja dabei. Warte mal. Moment. Dauert noch kurz. Machen wir gleich auch hier irgendwo so ein Zelt, ein kleines oder so. Nein, nicht I. Was willst du denn? Obwohl, wollen wir. Wir müssen wenigstens nicht. Wir müssen nur aufpassen hier abends nachts, ne? Ah, ja, das passt schon. Ich würde sagen, es ist ein Temporary Shelter, oder? Ja. So. Ich spammen! Ja, Mann. Ja, geil, komm, schlafen. Warte, ich muss mal eben kurz was essen. Mann, welche Flachpfeife ruft schon wieder an? Aber nimm ab, das ist mein Kinder. Nimm doch ab! Boah, was ist? Boah, im ungünstigen Zeitpunkt, wenn du nicht. Ach nee. Aber liebe Freunde, das ist doch immer so, oder? Wer macht selber YouTube und kennt das Problem? Du nimmst auf. Und dann kommt einer vorbei und stört dich. Oder so. Oder ruft dich an oder schreibt dich bei Skype an oder Steam oder was auch immer. Das ist immer so. Immer. Fluch eines jeden YouTubers. Oh, nee. Hast du jetzt geschlafen? Nein, aber gespeichert. Du sollst aber doch schlafen. So, jetzt komm. Nein! Ja, das ist immer so bei einem Temporary Shelter. Was? Hallo, Essen. Hm? Alter, jetzt geht's aber ab hier, du. Leg ich mir dumm am Mosch. Alter, wieso bin ich schon wieder so krass hungrig? Ich geh mal gerne. Ich muss eben kurz was essen, ne? Schon gar? Hallo, da? Schon gar? Hallo? Alle Helden können auch in der Höhle sein. Wo denn? Da könnt ihr irgendwie überall eine Höhle. Ja, hier, da vorne irgendwo. Mach nochmal dieses Feuerzeug aus. Mit L. Ach, ne. Wo könnte auch hier Höhlen sein? Wir könnten überall Höhlen sein. Wir sind schon wahrscheinlich an 10.000 vorbeigelaufen. Oder so. Das glaube ich auch. Ungünstiger Moment, wenn du eine Aufnahme bist und entweder irgendjemand einen Arsch schreibt dich an oder irgendjemand ruft an. Ja, das ist immer so. Immer. Hast du das auch schon 1000 Mal gehabt? Du hast mich 1000 Mal belogen. Manchmal. Wie mit dir so hoch geflogen. Sollen wir wieder den Krater gleich wieder untersuchen gehen? Natürlich. Das ist doch hier eine Höhle. Die Frage ist nur, wo? Guck mal hier ein bisschen. Ja, do that. Ich untersuche nochmal den Krater. Sag mir Bescheid, wenn du eine gefunden hast. Yes.
Wie ist denn der Krater? 330 Grad Nord. Ah, okay, found it. Boah, scheiß Fliege, ey. Boah, geh doch mal weg. Kackviech, ey. Ohne Spaß, da unten ist doch was. Ja. Die Frage ist nur, wie kommt man denn da hin? Wo haben wir denn hier? So, einen Stein. Den Stein brauche ich jetzt nicht. Oh. Well, oh, ich habe einen Eingeborenen gefunden. Ja. Hallo. Ich bin auf dem Klo. Nein! Du bist tot. Oh. Tot oder kurz davor? Sagen wir kurz davor. Sagen wir, ich komme aus dem Krater nicht mehr raus. Luftrupp Martin kommt, ist unterwegs. Weißt du, du bist auch da hinten bist du. Aus dem Film. Ich will jetzt aber auch nicht sterben. Noch nicht. Nein. Can't stop the feeling! Also das Gefühl, wenn du die Ghosty wirst und einfach bleibst. Ja. Also du machst immer irgendeinen Bullshit, weißt du? Mhm. Oh, ich hab Koffer gefunden, Koffers. Dafür kennt man mich. Ja gut, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Luftdruck Martin ist unter. Scheiße. Lass mir vielleicht was einfallen. Wie man irgendwo. Nein. Ja, ich will keinen Tennisball. Warte mal, ich könnte ja. Wenn bitte schon Tennisball mit im Urlaub. Da drauf zu springen. Ja. Hm. Die Gefahr ist nur, dass ich weiter runterrutsche. Dann bin ich tot. Erstmal gucken, wie ich hier runterkomme. Bleib mal schön hier am Rand stehen, sonst falle ich. Du machst immer irgendein Bullshit. Man kann dich nicht alleine lassen. Nee, wa? Wie nicht so. Also soll ich versuchen, nach da drüben zu springen? Ich weiß es nicht. Das schaffe ich gar nicht bis nach da. Ich muss mal gucken, wie ich hier runterkomme. Ich könnte versuchen, da irgendwie langsam runterzukommen, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen. Obwohl doch. Ich kann gerade nicht, Mama, bitte stör mich nicht. Leute, hier war ein Echo drin. Voll geil. Digga, warte. Wo zur Hölle bist du da unten? Warte, ich komm mal von der Seite, halt. Ja, ne? Ich kann mal nicht einmal. Oh mein Gott. Guck mal von der anderen Seite, ob ich. Wenn's geht, schnell. Komm. Was machst du denn da? Wo bist du denn? Hier, hier, kreuz und quer hier. Ach, da hinten. Hallo! Du, da kommst du echt nicht mehr weg, glaube ich. Nein. Das Problem ist, ich bin fast tot. Lass dich einfach. Ich weiß nicht, was ich machen soll, Digga. Ich auch nicht. Pass auf. Ich hab kein Seil oder so. Ich versuche jetzt lebend hier irgendwie wegzukommen. Hier Seile machen irgendwie, oder nicht? Rettungsaktion, Mensch. Oh, 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 oh. Ich lebe noch, alles safe.
Weiter geht's. Das ist doch safe hier. Molotov, okay, jetzt Wire Trap. Heute wird jemand beerdigt. Aua. Wir trauern heute im Ghosty, liebe Angehörige. Ich kann noch wiederbelebt werden. Ich kann noch wiederbelebt werden. Wie soll ich dich wiederbeleben? Wie zur Hölle? Keine Ahnung. Was passiert, wenn du komplett tot bist? Dann bin ich tot. Spawnst du dich wieder irgendwo? Doch. Scheiß, Alter. Ich geh jetzt da runterspringen und einen Arsch. Jetzt bin ich wieder im Flugzeug. Er ist safe. Irgendwo müsstest du mich ja dann wiederfinden. Ich bin am Krater. Ja. Ich da jetzt irgendwo runterspringen. Aber muss doch irgendwo eine Höhle sein. Ja, ohne Spaß. In dem Krater muss eine Höhle sein. Mach mal hier nach, aber ich hab keine Hand, Digga. Du hast keine Hand? Ich hab keine Ahnung. Oh. Ist ja so ähnlich. Ja, ich hab keine Hand. Ja, ist so ähnlich. Keine Ahnung, ich hab keine Hand. Ne. An dieser Stelle verabschiede ich mich auch. Höhle nicht gefunden. Leider heute nehmen wir den tragischen Abschied von Mr. Ghosty. Warte eine Schweigeminute. Kommst du auf wie Mr. Bean von oben runtergeschwungen? Ja. Ja, okay. Das war genug hier Gesangseinlage. Ghosty, Ruhe in Frieden. Okay.